herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Stardew Valley. Einem sehr, sehr entspannten Bau-Survival-Simulator-Adventure, was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie genau man dieses Spiel beschreiben soll. Ich hoffe, die Lautstärke geht so in Ordnung. Ich drücke mal auf Mute. So, Sekunde, ich gehe noch mal gerade hier in die Sound-Option. Das seht ihr, glaube ich, jetzt gerade gar nicht. So, ich glaube, das hier dürfte ein bisschen besser sein von der Lautstärke. So, wir kreieren uns erstmal einen eigenen Charakter hier. Ich nehme auf jeden Fall die Miezekatze. Ich will die Miezekatze haben. Auf jeden Fall nehme ich die Miezekatze. Name, das ist natürlich Blub. Unsere Farm, wie soll die heißen? Wie könnte sie denn heißen? Ich will jetzt nicht so was Einfallsloses nehmen wie LP-Farm oder irgend so ein Bullshit. Sie heißt die... Ach, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Es ist die Findus-Farm. So, dein Lieblingsding. Wie mein Lieblingsding? Mein Lieblingsding? Was soll ich denn jetzt eingeben? Keine Ahnung. Hier, Katze. Naja, eine Katze ist ja eigentlich kein Ding. Eine Katze ist ja eigentlich kein Ding. Auch wenn Katzen bürokratisch gesehen als Gegenstände gelten. Katzen sind keine Dinge. Da muss ich was anderes nehmen. Was könnte ich denn nehmen? Warte mal. Schreibt man das so? Freundschaft auf Englisch? Friendship? Ach, passt schon, jo. So, wir sind... Ich dachte gerade schon. Wir sind männlich. Katze, ja, das passt. So, machen wir mal das hier. Kann ich den irgendwie auch drehen? Ah ja, sehr gut. Tja. Ach du Heilige. Soll ich einfach mal das hier nehmen? Keine Ahnung, ich nehme einfach das hier. So ein Blau-Blau-Mix könnte gut aussehen. Ja, genau. Hä? Was soll... Warte mal. Hä? Was ist das denn? Ja... Keine Ahnung, wir machen mal das hier. Pants Color. Oh, vielleicht doch so leicht ins Hellere, aber nur so ein bisschen die Augenfarbe ist doch sowieso scheißegal, oder? Ich denke mal, das passt. Auf geht's bei Stardew Valley. Oh, für meinen ganz speziellen Enkelsohn. Hier, nimm diesen Umschlag.
Hä? Ach, ich versuche die ganze Zeit hier weiter zu klicken. Nicht jetzt aufmachen. Hab Geduld. Ja, hör mir gut zu, während ich auf diesem äußerst unbequemen Bett liege, was noch nicht mal irgendwie eine Art Rand hat. Es wird der Tag kommen, während jemand... Lol. Jetzt spielt jemand aus meiner Freundesliste Stardew Valley, nice. Es wird der Tag kommen, wo du total fertig sein wirst und diesen Umschlag öffnen wirst. Du wirst quasi wissen, wann du ihn öffnen musst. Und dein Geist... Alter, nicht so schnell. Dein Geist wird bereit sein. Und wenn es soweit ist, und du wirst wissen, wenn es soweit ist, dann bist du bereit für dieses Geschenk. Und nun lass mich ruhen. 20 Jahre später? XX, ich denke mal 20 Jahre später. Oder eine undefinierte Anzahl an Jahren später. Joja, wir arbeiten bei Joja. Smile, you're with Joja. Ja. Mhm. Der hat schon den ersten gerissen. Was für ein Kack-Bürojob. Ja, genau, jeder Mitarbeiter wird dann beobachtet mit einer Kamera. Oh ja, oh, ich kann den Typen verstehen, Ich hatte auch mal einen Bürojob, der mich so derbe abgefuckt hat, wo ich irgendwann gesagt habe, fickt euch alle ins Knie. Und ich glaube, es ist bereit, es ist Zeit für den Umschlag. Dieser Bürojob geht mir derbe auf die Eier. Joja kann mich mal richtig hart am Arsch lecken. Ich weiß, dass jetzt die Zeit ist. Die Zeit ist gekommen. Ich werde diesen Umschlag öffnen. Oh, Blub. Wenn du das hier liest, dann weißt du, dass es bereit ist für einen Wandel im Leben. Ich übersetze es mal jetzt ein bisschen frei Schnauze. Das Gleiche ist mir auch damals passiert. Ich hatte irgendwie den Sinn des Lebens aus den Augen verloren. Die Verbindung zu anderen Leuten und der Natur. Und ich habe dann alles hingeschmissen und ich bin wieder dorthin zurückgekehrt, während hier wieder jemand aus meiner Freundesliste Stardew Valley spielt. Das wäre dasselbe. Und ich habe alles hingeworfen, um dahin zurückzukehren, wo ich hingehöre, wo ich wirklich, wirklich hin möchte und hingehöre. Oh. Die Findus Farm. Die Findus Farm ist nämlich genau dieser Ort, wo es mir damals wieder gut ging, wo es dir auch gut gehen wird. Die Findus Farm befindet sich in Stardew Valley, an der südlichen Küste. Es ist der perfekte Ort, um ein neues Leben anzufangen. Und dieses Geschenk ist jetzt deins. Ich vererbe es dir quasi. Und du wirst deinem Familiennamen alle Ehre machen. Viel Glück in Liebe, dein Opa. PS, if Louis is still alive, say hi to... Ja, genau. Louis? Ach, okay, Louis werden wir wohl dort treffen. Ach ja, blub. Ich wusste, dass du einmal einen ganz tollen Let's Play-Kanal haben wirst und Glückwunsch zu 500 Abonnenten. Ja, okay, ich höre schon auf mit dem Bullshit. Nee, das konnte ich gerade nicht verkneifen. Nein, das steht ja natürlich nicht. So, wir machen mal weiter. Das haben wir schon gelesen, ja? Ja, hier, okay. Ein bisschen Spaß muss ja auch sein. So, dann wollen wir mal zu diesem besagten Ort fahren, der sehr abgelegen ist. Wir fahren mit dem Bus. Ein Hoch auf unser Busfahrer. Okay, ich... genau, gib mal lieber Kette. Stardew Valley. Bin ich aber auf die Farm gespannt. Mhm, ein Vogel. Was mich mal ehrlich gesagt interessieren würde, mit welcher Engine wurde dieses Spiel hier gemacht? Das würde mich echt mal interessieren, aber dazu erzähle ich gleich mehr. Warum ich mich das frage. Robin!
Hallo, du musst Blub sein. Aha. Robin. Aha. Aha. Local Carpenter. Aha. Aha, aha. Sie sollen uns hier begrüßen. Sie sollen uns hier ein bisschen was zeigen. Und Louis, dem wir ja Bescheid sagen sollen, der bereitet gerade noch alles für unsere Ankunft vor, während jemand anderes The Forest spielt. Aha, die Farm ist gleich da drüben, folge mir. Gut, dann wollen wir mal. Oh ja. Na, hier ist ja gut was zugewuchert, möchte ich mal meinen. Das ist die Findus-Farm. What? Was ist denn los? Ja gut, hier ist ein bisschen was zugewachsen. Hier ein paar Bäume, da ein paar Büsche, Steine, Holz. Hier sieht es eigentlich richtig beschissen aus, aber du schaffst das schon. Okay, das hat sich so direkt nicht gesagt, aber wie gesagt, ich übersetze das so ein bisschen frei Schnauze. Ja, mit ein bisschen Aufwand sieht es hier bald wieder tipptopp aus. Das ist also die Findus-Farm. Und hier ist dein neues Zuhause. Hihihihi. Ja, unglaublich witzig. Ich lache mir schon einen weg hier. Ach, Alter, wie die alle grinsen. Was ist das denn für eine Popelbremse? Ah, der neue Farmer. Mhm. Hallo, ich bin Louis, der Bürgermeister. Ist das Bürgermeister? Ich glaube ja, der Bürgermeister. Ach so, und Robin ist quasi hier sowas wie die Försterin vielleicht, könnte man das vielleicht so sagen, Försterin. Jeder hat sich schon nach mir erkundigt. Ja, es passiert nicht jeden Tag, dass hier jemand Neues nach Stardew Valley kommt. Das ist schon ein ganz, ganz großes Ereignis. Ja, besonders wenn so ein übelst berühmter YouTuber wie ich hier hingeht. Ja, okay, ich höre schon auf. Ich höre ja schon auf. Ja. Genau, Louis, das ist vollkommen korrekt. Ich ziehe hier ein, dass du machst sie auch gerade für mich fertig. Also ja, das ist korrekt. Ja, ein sehr gutes Haus, ein sehr rustikales Haus. Ja. Krusty. Oh, das ist ja gemein. Oh, ich kann ja auch Upgrades kaufen. Also wenn ich hier Upgrades kaufe, ein bisschen anbaue, dann sieht das hier gleich doch wieder ganz, ganz, ganz super aus. Was hat sie denn jetzt hier? Aber du musst müde von deiner langen Reise sein. Vielleicht sollst du dich ein bisschen ausruhen. Morgen ist ja auch noch ein Tag, da kannst du die Stadt ein bisschen erkunden, beziehungsweise das Dorf, sage ich mal. Und dich ein bisschen den Leuten vorstellen. Die Leute im Dorf würden sich wirklich sehr freuen. Ach ja, und wenn du irgendetwas zu verkaufen hast, dann tu es bitte in diese Box hier rein. Ich komme dann irgendwann in der Nacht vorbei und sammle es auf. Sammle es ein. Nachts. Wieso kommst du nachts vorbei? Kannst du es nicht am Tage machen? Wieso kommst du nachts vorbei? Besonders irgendwann nachts. Schläft der gar nicht? Okay, das finde ich jetzt ein bisschen creepy, dass der nachts vorbeikommt. Irgendwann nachts. Oh, da nehme ich mal einen Wecker. Speichern. Move WASD, One Shift. Check rechte Maustaste. Aha, okay. Ah, so, was haben wir denn hier für eine Startausrüstung? Wir haben eine Axt, wir haben eine Hoe, also eine Hake, eine volle Gießkanne, eine Spitzhacke und eine Sichel. So, das hier ist unser Quest-Logbuch. Wir haben aktuell einen Quest, und zwar uns den Leuten vorzustellen. Zwei Leute kennen uns schon, und zwar Robin und Louis. Ich kann nicht sehen, wer uns schon bereits kennt. Das ist ja wirklich wunderbar. So, was haben wir denn hier? Oh. Decorative Bowl. Erstmal mitnehmen. Ah, was?
Nein, du sollst dich... Warte mal. Warte mal. Hey, ich kann... Nee, ich will das nicht. Kann ich ein Feuer machen? Was? Nein, 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 nein. Okay, warte mal. Ich stelle es mal wieder hier hin. Ich kann es ja auch anders einrichten. Das ist ja cool. Kann ich das hier auch irgendwie verschieben? Das ist ja cool. Ich kann sogar das Fenster verschieben. Wie geil ist das denn? Okay, hier ist ein Geschenk für mich. Ach so, ich sollte einfach Rechtsklick machen. 15 Parsnip Seeds. Was sind denn Parsnip Seeds? Ah, hier ist ein kleines Willkommensgeschenk vom Bürgermeister Louis. Dankeschön, dankeschön. Hier, ja hier, ins Inventar. 15 Seeds, okay. Getting started. Okay, wir sollen die Sachen anpflanzen. Ja, das ist ja, dann gehe ich mal hier raus. Huiuiui, kann ich irgendwie bis draußen? Kann ich nicht. So, so, hier haben wir die Map. Kann ich, kann ich, nein, ich wollte, Map. Ist das die komplette Map oder ist das nur ein Ausschnitt von der Map? Okay. Wir sind hier, die Findus Farm. Was haben wir denn hier? Wizards Tower, eine Ranch, hier ist so das Stadtzentrum, hier ist ein Saloon, Jojo-Markt. Ach, die Wichser gibt es also auch hier. Hier war eine Angelstelle, Community Center, eine Mine, aha. Irgendeine, keine Ahnung. Sieht aus wie ein Flughafen oder eine Zugstrecke oder irgendwie sowas. Von hier oben irgendwie kommen wir. Hier ist so eine Art Wüste. Hier ist noch Wald. Hier ist auch noch irgendwas. Aha. Was? Die Map ist ganz schön groß. Die Map ist ganz schön groß. So, was machen wir als erstes? Ich würde sagen, wir räumen hier erstmal ein bisschen auf, oder? Ich meine, so, ich werde hier erstmal ein paar Steine entfernen. So, was haben wir denn hier? Erstmal die ganzen Steine hier wegräumen. So, alles kommt weg hier. Wir haben rechts einen Energiebalken. So, der Energiebalken zeigt uns an, wie viel wir arbeiten können quasi. So, hier kann ich auch mal gerade alles wegmachen, hier die ganzen Büsche. Wir brauchen erstmal ein bisschen Ackerland. So, hier kommen. Ja, ein bisschen Holz nehmen wir auch mit. So, wir brauchen Ackerland. So. So, räumen wir hier erstmal ein bisschen auf. So. So, ich glaube, hierfür brauchen wir schon die Sense, um hier durchzukommen. Ah, hier geht ja hier rucki zucki hier. Zack, zack. Das geht ja viel besser hier mit der Sense. Alter, hier, guck da hin, wie schnell das geht. Ja, komm. So, hier, weg damit. Alles. Ah, komm hier. So, na komm. Ja, oh, jetzt habe ich den kleinen Baum zerstört. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. So. So, dann machen wir gerade noch hier mal diese paar Steine hier weg. So, die können ja nicht so rumliegen. Gut. So, das ganze Ding habe ich ein Inventar. Ich habe ein Inventar. Ich weiß, dass man die craften kann. Ich weiß nicht genau wie, aber ich weiß, dass man die craften kann. Haben wir Post. Ah, nein, ich wollte nicht. Mit Rechtsklick vielleicht? Gut, ich würde mal sagen, wir legen unser erstes kleines Feld an. Vielleicht mal direkt so hier. 1, 2,
3, 4, 5. 1, 2, 3. Na, komm. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann wird das hier unser erstes kleines Feld, dann würde ich mal sagen. So, pflanzen wir mal den ganzen Kram hier ein. Na, hier, komm. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch gießen. So. Unser erstes Feld. So. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir alles schön richtig machen, dass wir nicht zu viel gießen, nicht zu wenig. Ich als Pflanzenexperte weiß natürlich bestens Bescheid, also das muss ich jemand fragen, der sich da ein bisschen besser auskennt. So, das ist unser erstes kleines Feld. Gut, ich weiß, dass man den craften kann, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich ins Crafting-Menü komme, wenn ich ehrlich bin. Ich muss gestehen, ich kenne das Spiel schon ein bisschen. Ich glaube, hier kann man irgendwie... Ah, genau, hier konnte man seine Gießkanne auffüllen. Ein bisschen kenne ich das Spiel schon. Ich gucke da nämlich parallel gerade ein Let's Play, ja. So, ich würde mal sagen, der Tag ist schon gut vorbei, vorangeschnitten. Wir gehen mal ein bisschen in die Stadt. Wir sollen uns ja ein bisschen vorstellen. Busstop. Ach, hier oben ist der Busstop. Von da kommen wir quasi. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen in die Innenstadt. So, wenn ich jetzt hier hochgehe, müssen wir zum Busstop kommen. Das heißt, ich gehe mal weiter rechts lang. Was ich eben sagen wollte, genau. Getting started. Achso, ich soll die erst komplett entwickeln. Ja gut, die brauchen jetzt ein paar Tage. Wir müssen dann nur jeden Tag gießen. Was ich sagen wollte, ist dieses Spiel mit dem RPG Maker gemacht? Weil einige Grafiken hier zum Beispiel, diese Bäume oder so, ich entwickle ja auch gerade ein Spiel auf dem RPG Maker, diese Grafiken hier kommen mir teilweise echt bekannt vor, muss ich sagen. So, hier haben wir ein Questboard. Tja. Nein, ich wollte nicht die Tür gießen, ich wollte hier rein. Ah, okay, es ist geschlossen. Das ist toll. Kann ich hier rein? Aha. Das scheint ein kleiner Markt zu sein. Hi. Ah, es ist nett, dich kennenzulernen. Lea. Ah ja, Lea. Das ist, ich habe wirklich einen guten Zeitpunkt ausgesucht, um hierher zu ziehen. Das freut mich. Sonst müssten wir ja eigentlich eine weitere Person kennengelernt haben, oder? Ja, 3 von 28. So, und wer bist du? Pierre. Oh, Mr. Bloop. Wenn das nicht Mr. Bloop ist. Der neue Farmer. Ja, ich bin der Besitzer dieses kleinen lokalen Lands hier. Dieses kleinen Tante Emma Lands, könnte man schon fast sagen. Ah, hier kann ich Seeds kaufen. Für einen guten Preis. Und ich kann hier auch was verkaufen. Das ist sehr schön. Ich werde auf das Angebot, denke ich mal, zurückkommen. Kann ich hier... Ja, jetzt hat er schon wieder die Tür gegossen. Kann ich hier rein? Abigail? Was ist denn Abigail? Abigail kenne ich nicht. Was haben wir denn hier hinten? Ach du heilige Scheiße, was ist das denn hier? Aha. Altar auf Juba. What the fuck? Aha, okay. Okay, hier wohnt Pierre. Oh, hi, bist du Abigail? Zufällig? Nee, Caroline, ah ja, hallo. Oder Caroline, je nachdem,
Ach, Abigail ist die Tochter. Ach so. Nee, die Tochter habe ich noch nicht gesehen. Du warst ja, wer warst du nochmal? Ach ja, habe ich schon, ja. Es, what? Abigail, ach, hi. Aha. Ja, der neue Farmer, das bin ich. Das ist goldrichtig. Mhm. Keine Sorge, ich werde hier nicht alles irgendwie abholzen oder so. Ich glaube, sie hat irgendwie Sorgen, dass ich hier alles abholzen werde oder sonst was. Nee. Ich pass schon auf. Ey, wer bist du denn? Hi. Sam. Aha, Sam Winchester. Sam Winchester ist also auch hier. Wir müssen es also vor Monstern und Dämonen in Acht nehmen. Ja, ja, nett dich kennenzulernen. Ich laufe einfach mal so ein bisschen rum. Der Tag ist ja noch jung. Okay, eigentlich nicht, aber... Oh, da sitzen noch gleich wieder zwei neue. Einen wunderschönen guten Tag. Maru. Ja, ja, das ist super. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Mhm. Neue Gesichter zu sehen ist super. Ja, das gefällt mir. Penny. Hi. Nö, ich wollte nur Hallo sagen. Alles cool. Hier war ein kleiner Friedhof. Aha. Hier, was ist das denn hier? Kann ich hier reingehen? Ach, er wohnt hier. Hi, Louis, alter Hauding. Na, was geht? Ah, die erste Nacht war super. Hier, ich sollte ihm doch was sagen. Ach, das Bett geht schon, das Bett geht schon. Was? Ach, jetzt gucke ich gerade. Ich dachte gerade, soll ich ihm nicht noch irgendwas sagen oder so? Nein, ich klau nichts. Ich klau nichts. Alles cool. Ich muss mal auf die Map gucken. Jetzt bin ich schon hier unten. Vielleicht mal ein bisschen nach links gehen. Da müssten noch Häuser sein. Was ist das denn hier? Ist das ein Gulli oder sowas? Scheint so. Aha. Verschlossen. Gut, vielleicht können wir da noch später rein. Das Spiel, das sieht ein bisschen friedlicher aus, als es eigentlich ist. Wir müssen auch unsere Farm ein bisschen beschützen vor zum Beispiel bösen Krähen oder so. Und wir müssen später noch gegen Monster kämpfen. Also so ganz friedlich, wie es aussieht, ist es nicht. Nö, ich habe nicht gerade im Müll gewühlt, weil da vielleicht irgendwas zum Looten drin sein könnte. Das habe ich gerade nicht gemacht. Hier liegt ein Buch. Ja, ein ganz tolles Magazin. Ein DSDS-Magazin oder irgend so ein Bullshit. Harley, ah ja, ich bin der neue Farmer. Das ist goldrichtig. Guck dir meine Muskeln an. Miep, miep, miep. Ja, hi. Mhm. Ja, dankeschön. Meine Klamotten sind super, danke. Das ist wirklich sehr nett. Ja, da haben wir noch eine Mülltonne. Es wird langsam dunkel. Oh, eine kaputte Brille habe ich eingesammelt. Trash. Mhm. Mhm. Hier ist abgeschlossen. Vielleicht sollte ich mal langsam irgendwie zurückgehen. Oh, wir sind, wo bin ich denn? Wenn ich jetzt hochgehe, müsste ich wieder zu meiner Farm kommen. Die Tiere schlafen. Hier ist eine Art Ranch. Ich gehe erstmal wieder nach Hause. Hier müsste es hochgehen. Wir haben schon spät abends. So, ach du heilige Scheiße. Komme ich überhaupt durch? Ach du heilige. Jetzt muss ich mich erstmal durchs Gemüse kämpfen, oder was? Ach du heiliger, hey. Alter. Oh. Alter, was ist denn das hier? Okay, hier ist eine Ruine. Alter, jetzt muss ich mich hier noch nach Hause durchkämpfen. So, jetzt...
jetzt gehen wir hier aus dem Weg hier. Das ist doch wohl... Meine Güte. Ja, jetzt reicht's aber. Oh, ich habe einen neuen Gegenstand im Inventar. Das ist sehr schön. So, ja. Na, jetzt habe ich hier die Tür gegossen. Ich werde nicht mehr. So, gut, ich würde mal sagen, es ist Zeit, ins Bett zu gehen langsam. Ich werde ein bisschen Fernsehen gucken. Wie, was sagt denn der Wetterbericht? Das Wetter für morgen. Ein super sonniger Tag. Das ist toll. Ein Wahrsager. Aha. Aha, ja, das ist ganz toll. Luck will not be on your side. Ja, komm, leck mich. Living off the land. Na, noch ein bisschen Fernsehen gucken. Aha. Chop wood and search for wild. Aha, vielleicht irgendwie Wildpflanzen oder was könnte das heißen? Um ein bisschen Geld zu verdienen. Okay, wir können also Holz verticken. Ja, mein Inventar ist ja quasi schon fast voll. Wie komme ich denn überhaupt in mein Inventar? Wir haben 500 Geld. Wie komme ich denn in mein Inventar überhaupt? Kann mir das mal verraten? Kann mir das mal jemand verraten? Oh. Oh, okay. Mein Inventar. Was haben wir hier? Skills. Ach du heilige Scheiße. Farming, Mining, Fishing, Combat. Wallet. Aha, okay. Das ist unser Inventar, das ist unser Skillbaum. Ah, hier sind alle Leute, die wir kennenlernen könnten. Robin,